begrüßen Sie jetzt mit einem riesigen Applaus Le Grand Polyvalent Oliver Brücker. Es ist Freitag, meine Damen und Herren. Und das heißt, wir sind wieder bei Olli Brücker, die Show. Und heute habe ich einen richtig geilen Gast bei mir. Ich habe schon über Gänsehaut und ich bin froh, dass er da ist. Denn er hat nicht nur in seinen Anfangszeiten bei GZSZ mal mitgespielt, ist jetzt bekannt geworden, das wird er uns gleich noch erzählen, durch Dogs of Berlin. Und ich freue mich mega, dass er in meiner Show ist. Herzlich willkommen, Imad Martinli. Imad Jung, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du vorbeigekommen bist. Bitte nimm Platz, du. Hast du es gut gefunden? Die Alguin-Straße ist schon am Arsch der Welt in Berlin. Das muss man sagen. War schnell zu finden. Erzähl mal so ein bisschen über dich. Ich habe gelesen, du bist 76 aus Aleppo gekommen. Genau, ich bin in Aleppo geboren. Genau. Eigentlich ursprünglich aus Beirut, Libanon. Ja. Aufgrund des Bürgerkriegs sind wir kurz nach Aleppo oder nach Syrien, da bin ich geboren, wieder zurück. Die Kämpfe wurden aber so heftig in Beirut, dass wir dann als Kriegsflüchtlinge Ende 70 nach Deutschland gekommen sind. Okay. Und dann auch schon mit der ganzen Familie komplett rübergekommen? Oder, also weil du hattest gesagt, du hast irgendwie 5 Brüder und eine Schwester? Genau, nee, damals nur mit meinen Eltern und ich. Der Rest der Familie sind waschechte Berliner, die sind alle hier geboren. Ach, tatsächlich? Ja, ich bin der Einzige, der noch im Ausland geboren ist. Okay, gibt keinen Stress zu Hause. Ja, als Nicht-Berliner habe ich immer ein Problem. Ja, du kennst doch diese Sticheleien und so weiter und so fort. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe mich natürlich ein bisschen über dich informiert. Wie ist es überhaupt eigentlich dazu gekommen, dass du irgendwann mal gesagt hast, ey, pass auf, Fernsehen wäre geil oder Film oder sonst irgendwas. Also alles das, was von der Bühne oder mit der Kamera zu tun hat. Wie bist du drauf gekommen? Also wann war so der Anstoß, dass du gesagt hast, jetzt geht's los? Eigentlich Filme schon immer geliebt. Als Kind war ich ein absoluter Filmfanatiker. Ich kannte, glaube ich, jeden Actionfilm, den es gab. Von Bruce Lee, Jackie Chan, Sylvester Stallone. Also alles angeguckt. Bloß zur damaligen Zeit, weißt du selber, in Deutschland gab es keine Vorbilder. Also keine Person, wo man sagen kann, ey, das ist der Schauspieler, so will ich werden. Das stimmt. Hollywood war zu weit weg, keine Chance. Und in Deutschland gab es diese Plattform noch nicht, wo man sich mit irgendjemandem identifizieren konnte. Okay. Also Traum war schon da als Kind, Schauspieler, aber war auch schnell wieder ausgeträumt, weil man dann keine Zukunftsperspektive hat und sagt, okay, als was will man mich buchen oder was soll ich denn spielen im deutschen Fernsehen damals, ging ich ganz schnell von der Idee wieder weg und bin in der Sicherheitsbranche gelandet. Okay. Gott sei Dank ist das mittlerweile anders. Gott sei Dank ist es mittlerweile so, dass wir Typen wie dich absolut lieben im deutschen Fernsehen. Wir kommen gleich nochmal auf Dogs of Berlin zurück. Erzähl aber den Zuschauern erstmal, wie bist du denn überhaupt, als du nach Deutschland gekommen bist quasi, was waren deine ersten Stationen in Deutschland? Also was hast du in Deutschland als allererstes gemacht, so berufsmäßig? Wie ist das da damals abgelaufen? Ganz normal erstmal die Grundschule. Mhm. Kurioserweise konnte ich bis zur 6., 7. Klasse kein Wort Deutsch oder relativ wenig Deutsch. Okay. Die Lehrer haben mich einfach mitgeschleift, weil damals gab es noch nicht so viele Flüchtlinge wie jetzt. Konnte man sich mit dem Thema noch nicht großartig auseinandersetzen, hat man mich erstmal mitgeschleift. Irgendwann ab 7. Klasse fing ich an, mir das alles selbst beizubringen, auch Interesse zu zeigen. Okay. Und es ging dann relativ schnell, dass ich dann auch meine Noten stark verbesserte. Okay. Ja. Nach meiner schulischen Laufbahn bin ich erstmal zur Bundeswehr gegangen. Bin ich zur Bundeswehr gekommen. Genau, da bist du auch länger geblieben, glaube ich. Ne? Genau, da habe ich mich verpflichtet als Zeitsoldat und war bei den Feldjägern, bei der deutschen Militärpolizei. Was eine sehr interessante Erfahrung war, hat auch einen riesen Spaß gemacht, also wirklich. Musstest du mal jemanden tatsächlich, weil das war, also ich kenne es damals von den Feldjägern nur so, wenn du nicht zum Bund gegangen bist, dann waren die da. War das genau, mal, also musstest du mal jemanden von zu Hause Wir haben holen in Unterhose? Einige von zu Hause abholen müssen, okay, die geflüchtet sind. Und ist ja nicht nur das, wir haben ja auch viele Staatsgäste betreut, Veranstaltungen der Bundeswehr abgesichert, war ein breites Spektrum eigentlich, die wir da abgedeckt haben bei der Militärpolizei. Genau. Und dann, da haben wir uns vor der Show schon mal drüber unterhalten, gab es diese Situation, dass du gesagt hast, pass auf, eventuell würdest du zur Polizei wechseln. Und das ist damals ja in die Hose gegangen. Das war, glaube ich, überall in der Presse. Ich habe, glaube ich, in der Bild-Zeitung sogar gelesen. Mhm. Da gab es so einen Artikel, dass die dich nicht nehmen wollten. Aber das erzählt den Leuten selber mal. Genau. Bundeswehr, gesagt, ich hatte einen 4-Jahres-Vertrag. Und bei 4 Jahren hast du einen bestimmten Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt höre ich auf. Das war nach 2 Jahren. Okay. Oder ich ziehe durch. Da hast du einen 4-Jahres-Vertrag, einen 8-Jahres-Vertrag. Und dann die Entscheidung, ob du Berufssoldat wirst oder 12 kriegst. Mhm. Das Risiko war mir zu groß gewesen, um zu sagen, okay, ich probiere es erstmal 4, dann 8. Ja. Dann gehe ich lieber zur Berliner Polizei, wo ich komplett abgesichert bin. Die haben mich damals schon mehrmals angefragt gehabt, aufgrund meiner Laufbahn bei der Bundeswehr. Ja, aufgrund der Erfahrung.
der Erfahrung bei der Bundeswehr. Ich bin viel auf der Straße damals gewesen, Waffenausbildung gehabt. Also war ich von der Polizei eigentlich, die waren wirklich interessiert an mich. Habe auch die Tests damals gemacht und habe die Tests auch relativ gut abgeschnitten. Okay. Das haben die mir persönlich damals auch gesagt. Und dann war ja damals, 2002, 2003, ging es ja mit diesen Großfamilien los, Clans hin, Clan her. Und das war ja damals auch aktuelles Thema der Medien. Da hat die Polizei natürlich ein bisschen Panik bekommen, kalte Füße, wie man so schön sagt, und mich zum Gespräch geladen und mich erstmal zurückgesetzt. Haben gesagt, naja, pass mal auf, mit der Ausrede, naja, wir wollen dich doch erstmal schützen. Oh, was würde passieren, wenn du einen deiner Familienmitglieder sonstiges was nehmen würdest? Berliner Polizei, was geht bei euch? Ja, ging vor Gericht, hab das Gerichtsverfahren auch gewonnen. Leider, Berlin war pleite, hätte sich dann wirklich über Jahre ziehen können, bis sie mich einstellen. Thema schnell abgehakt und weitergemacht. Ich glaube, das ist halt auch das, was das Weitermachen ist, glaube ich, auch das, was wenn man ein Ziel vor Augen hat. Jetzt habe ich auch gelesen, dass du nach der aktiven Laufbahn dann in den Sicherheitsbereich gekommen bist. Also du hast da vorher schon gearbeitet als Jugendlicher und so weiter und so fort, aber du hast dich danach halt quasi hauptberuflich darauf eingelassen. Richtig. Ich habe schon immer gesagt, jemanden, der bei mir ist, in den Bezirk aufwächst, wo ich aufgewachsen bin. Ich war relativ schnell, bin ich in der Türsteherbranche gelandet. War das in Kreuzberg auch? Ich bin in Kreuzberg, schon immer Kreuzberger gewesen. Okay. Mit 16 bin ich an der Tür gelandet. Aufgrund, wie gesagt, seit 12 haben mich meine Eltern in den Kampfsport gesteckt. Okay. Und ja, da hatte ich eigentlich schon die Laufbahn vorhergesehen. Also ich war relativ groß, breit und aufgrund der Kampfsportes, wie gesagt, relativ schnell in die Sicherheitsbranche gelandet. Genau. Habe als Türsteher angefangen. Und dann ging es ganz schnell weiter in den Personenschutz. Okay. Erzähl mal ein bisschen, also wir haben, wie gesagt, auch vor der Show schon mal gesprochen, aber du hast, der Personenschutz ist ja, viele Leute denken immer, Personenschutz in Deutschland wäre halt, es ist aber doch schon so, dass du schon Berühmtheiten auch begleitet hast. Erzähl mir mal ein bisschen was davon. Also wer war so der Berühmteste, wo du gesagt hast, auf den habe ich aufgepasst? Oder? Also quer durch. Wir hatten von Angelina Jolie, Brad Pitt, Antonio Banderas, Bruce Willis, also die alle schon obersten gehabt. Kategorien. Alles quer durch schon gehabt. Auch Leute, die eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen oder keinen großen Namen hatten, hatten wir auch gehabt, die jetzt aus der Wirtschaft stammen oder Privatinvestoren. Okay. Alles mit schon betreut gehabt. Ziemlich geil. Wann war dein allererster Auftritt vor der Kamera? Weißt du das noch? Vor der Kamera war, glaube ich, 98 bei Alarm für Cobra 11. Ja, Mann, das habe ich mir aufgeschrieben. Alarm für Cobra 11, da bin ich auch ein Fan von. Wie sieht's? Also erzähl mir ein bisschen was über Alarm. Ich will nur eine Frage stellen. Wie sieht das aus mit diesen Szenen, die auf der Autobahn drehen? Das sind Szenen, also wo drehen die das überhaupt? Also ich meine, also weil die machen ja, glaube ich, pro Folge 80 Autos kaputt. Also wie läuft das bei Alarm für Cobra 11? Das Ding ist, damals 98 hatten die noch in Berlin gedreht. Ah, okay. Da gab es diese Autobahnverfolgungsjagd noch nicht. Oder in diesen, wie die heute sind. Okay. Was hast du da gespielt für einen Charakter bei Alarm für Cobra 11? Ich habe einen Kampfsportler gespielt, hatte einen Stunt und eine, ja, mit dem Hauptdarsteller damals, ich glaube, Frank Kessler war damals ja. Okay. Ja, einer der Hauptdarsteller, ja. War der Bösewicht und ja. So fing es an damals? So fing es an. Ich wurde, wie gesagt, über den Sport gebucht. Man hat damals einen Kampfsportler gesucht, der auch vor der Kamera treten kann. Ja. Hat ganz gut gepasst, hat auch riesen Spaß gemacht und blieb dann immer im Hinterkopf. Also ich habe ab und zu noch als Stuntman noch weitergemacht. Ja. Oder wenn man einen Bodyguard brauchte oder einen Security-Mann. Okay. Aufgrund meiner Erfahrung hat man mich auch gebucht. Bis irgendwann mal hatte ich einen Tagesdreh bei Berlin Station gehabt, der amerikanischen Serie. Ja. Hieß auch eigentlich nur ein Tagesdreh, kurz hin, sollte einen Bodyguard spielen. Und der Produzent oder Regisseur, also der Regisseur, der vor Ort war, war total begeistert von meinem Auftreten, dass ich aus einem Drehtag wurden dann, glaube ich, 12 oder 13 Drehtage. Ach, geil. Mit Text, mit Action, alles drum und dran. So fing es an? Da fing es an und da war die Leidenschaft in Brand, wo ich gesagt habe, okay, da kam mein Jugendtraum wieder raus. Ja, geil. Wo ich gesagt habe, okay, jetzt doch Schauspieler, probierst du einfach mal alles. Genau, und dann waren es Stationen, also ich habe ja ein bisschen was aufgeschrieben, also 2011 hast du Blutsbrüders gedreht. Mhm. Wie war es, Blutsbrüders zu drehen? Also wie gesagt, jeder, der den Film kennt und weiß, das war ja mehr so eine Kooperation aus ganz vielen Menschen, die man auch sonst irgendwie kennt, von der Hip-Hop-Szene und so weiter und so fort. Wie bist du da empfangen worden? Also wie bist du überhaupt, das war auch wieder über diese Kampfsportgeschichte und dann... Blutsbrüders wurde ich wirklich gecastet, also okay. Da hat man mich genau gecastet. Und war absolut geil, also auch am Set, die Jungs alle von Sido, Alpagan oder V-Tide, die dabei waren, absolut geil. Super Team, auch der Regisseur,
super empfangen worden, super höflich alle. Hat einen riesen Spaß gemacht auf jeden Fall. Das Gute war ja auch, die ganzen Rapper, die am Set waren, war ja auch für die alle das erste Mal, dass die ja auch wirklich Filme gedreht haben. Ja, klar, logisch. Genau, also war ich nicht... Du warst der erfahrenste fast schon damit. Ja, ja, genau. Ja, geil. Und dann irgendwann ein bisschen GZSZ. Und dann kommen wir mal zu den Sachen, die für mich sehr interessant sind oder für die Zuschauer auch. Erzähl uns ein bisschen was über Malak. Mein Gesetz ist die Familie. Was genau. Ist, also wie habt ihr es gedreht? Oder, weil du erst erzählt, das war ein eigenfinanziertes Projekt. Genau, von Timo Hinkelmann aus Hannover. Okay. Auch ein Quereinsteiger eigentlich, hat das nie richtig gelernt. Und der hat vorher, glaube ich, einen Film schon mal gemacht gehabt und wollte einen zweiten Film. Und hat mich dann auch auf angeschrieben, mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, da mitzuspielen. Ja. Als No-Budget-Projekt. Ja. Und klar, warum nicht? Hab gerne unterstützt, auch das Projekt selber. Hab's mir durchgelesen, das Drehbuch, und fand's total geil. Okay. Wie lange habt ihr gedreht an Malak? Also wie lange? Kann ich ja nicht sagen. Ich selber hatte sechs oder sieben Drehtage gehabt. Okay. Ging ein bisschen länger, weil es ein No-Budget-Projekt ist. Natürlich zieht sich sowas herum. Ja, natürlich, Genau. Nochmal mal gucken nach Location, wie die Schauspieler Zeit haben. Ja. Hat sich ein bisschen gezogen, aber wie gesagt, ein schönes Projekt. Ist, glaube ich, seit Ende September auf DVD und Blu-ray jetzt zu haben. Ah, okay. Sehr gut. Sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Genau, also liebe Zuschauer, Malak auf DVD und Blu-ray genau. Im Handel seit? Glaube ich 26. oder 28.09. 26. oder 28.09. Das heißt, bitte in den Handel gehen und euch die DVD kaufen. Finde ich sehr geil. Und dann kam 2018 die Rolle, über die ich ja so begeistert bin, weil ich ja Dogs of Berlin Fan bin, und zwar richtiger. Ich habe es so geliebt, und zwar aufgrund der, dass ich mich erst damit beschäftigt habe, okay, warum ist Berlin eigentlich so, wie Berlin ist? Warum wird die ganze Zeit nur darüber geredet, was für Clans es hier gibt und dass die ganzen Strukturen in Neukölln und so weiter und so fort, wie sie sind? Da habe ich mir 1000 Reportagen reingezogen. Und irgendwann habe ich zu Hause gesessen vor Netflix und habe gesagt, Dogs of Berlin, das hört sich doch gar nicht schlecht an. Dann habe ich das eingeschaltet und das ist meine absolute Lieblingsserie geworden. Erzähl uns ein bisschen was zu Dogs of Berlin. Also wie bist du dazu gekommen? Weil die Drehtage und so weiter und so fort, wenn es eine Netflix-Serie ist, das ist bestimmt anders abgelaufen als bei Malaka. Oder? Genau, das ist sehr professionell abgelaufen. Ja. Wurde auch damals gecastet für meine Rolle. Ja, absolut professionelles Team. Und soll man das so sagen, ja. Das Problem, was viele verwechselt haben, weil Dogs of Berlin kam super an, weltweit. Ja. In den Medien ein bisschen zerrissen, weil das Problem ist leider, wir dürfen uns nichts vormachen, es ist immer noch Fiktion. Ja. Es ist keine Biografie gewesen oder Dokumentation gewesen, es ist eine Fiktion gewesen. Genau so, wie ihr es gespielt habt wahrscheinlich, aber trotzdem genau. Ist es ja so, dass... wahrer Hintergrund ist auf jeden Fall dabei. Genau. Der Regisseur hat zum Beispiel auch absichtlich die Bezirke auch nicht Neukölln oder Kreuzberg genannt, ja. Um keinen Clans oder keiner Gruppierung eine Zugehörigkeit zu geben, ja. Oder damit die zu profilieren. Ja. Deswegen wurden die Bezirke, da hat man sich auch darüber aufgeregt, warum man da nicht Neukölln oder Kreuzberg genannt hat. Wurde absichtlich gemacht, wie gesagt, und damit sich keiner profilieren kann, sagt, ja, das ist unser Bezirk gewesen. Ja, das finde ich auch okay. Also deswegen, man sollte, wie gesagt, viele haben jetzt, die Medien haben da was verwechselt. Das ist, die sagen, ja, übertrieben, sowas gibt es doch gar nicht und das ist viel zu viel und mit den Nazis. Das ist nicht reine Fiktion, das ist ein Unterhaltungssender oder ja. Unterhaltungsserie gewesen. Ja. Abends anschauen, abschalten. Ja. Klar, spiegelt auch ein bisschen unsere Gesellschaft wieder, was da abgelaufen ist in der Serie. Aber wie gesagt, wir wollten nie eine Dokumentation draus machen, was viele verwechselt haben und sich dann beschwert haben. Gab es da wirklich so viele Beschwerden? Also, weil, ja, wie gesagt, ich habe es gesehen und durch die Dokumentation, die ich natürlich mir vorher angeguckt habe, habe ich gedacht, ey, geil, Alter, das ist ja in Berlin. Und es ist ja nicht nur für Berliner, aber es ist halt schon so ein bisschen der Hintergrund, weißt du, wo man sagt, ey, pass auf, man kann sich schon vorstellen, dass ein paar Szenen, die in diesem in Dogs of Berlin vorkamen, dass die halt tatsächlich so passieren auf der Straße. Also. Viele Sachen auf jeden Fall sind wahre Geschichten, die ein bisschen umgeändert worden sind. Aber klar, das passiert auf den Straßen. Das ist, ja, das ist heutzutage, glaube ich... Leider ja. Wie viele Leute sind, war da am Dreh beteiligt eigentlich? Also ich meine, ich habe ein paar... Sehr viele. Ich wollte gerade sagen, ey, da ging es richtig zur Sache. Was war deine Lieblingsszene aus Dogs of Berlin? War das die? Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Demo war. Auf jeden Fall standet ihr da so vor so einem Auto und da kamen so Polizisten an und die habt euch gegenseitig irgendwie angeschrien oder... Also für mich war das, meine Lieblingsszene war jetzt die Endszene eigentlich, dieses, okay. Wo die Polizei das Viertel gestürmt hat, ja. Die Hochzeit. Boah, das war ein Riesenaufwand. War ein Riesenaufwand. Und noch eine geile Szene, war, da habe ich leider nicht, war ich nicht dran beteiligt, ist diese Kampfszene zwischen den Nazis ja, und den Rockern ja. Und den Türkischen. Ja. Das war ein Aufwand. Ich war am Set gewesen an dem Tag. Wow. Also wirklich Glanzleistung an den Regisseur, das war wirklich
Die waren mehrere Tage, die sie da gedreht haben. Die Leute hatten Neoprenanzüge, weil es war abends kalt, dann wurde der Regen dahin gemacht. Also es war krass gewesen. Geil. Wo wurde diese Szene gedreht, als das Viertel gestürmt wurde? Darfst du das sagen? Nochmal? Also als das Viertel gestürmt wurde, wo diese Szene, wo wurde die gedreht? Weil du bist ja in diese quasi, also links und rechts waren ja so Häuser, das war so eingekesselt. Und das war aber schon in Berlin, ne? Das war in Berlin, genau. Darfst du das sagen, wo das war, ja? In der Nähe von Lichtenberg, glaube ich. Ach, genau, wo ich. Ja, aber da habe ich gewohnt in Lichtenberg die ganze Zeit. Ey. Lichtenberg, also alte Stasi-Museum, glaube ich. Weiß nicht, ob du das was sagst. Ach, na klar, sag mir das. Genau, da hinten. Ja, Mann, ist genau hier Frankfurter Allee, Frankfurter Tor runter und so weiter und so fort. Ach, da wurde das gedreht? Da wurde das gedreht auf dem Hinterhof. Okay. Boah, wenn man diese Szene sieht, da denkt man, weil auch aus den Häusern und die ganzen Leute, die da halt im Endeffekt ja eigentlich ja nicht leben, weil es ist ja eigentlich nur ein Museum quasi. Mhm. Als ich diese Szene das erste Mal gesehen habe im Fernsehen, habe ich mir gedacht, alter Schwede, ey, da sind die echt irgendwie in Neukölln in irgendein Viertel gegangen und haben den Leuten gesagt, ey, pass auf, wir drehen jetzt hier ein bisschen, ihr bleibt mal schön zu Hause. Und die Zuschauer kommen so ein bisschen raus, aber dass das alles komplett gecastet war und alles komplett außerhalb von überhaupt diesem Problemfeld ist, das finde ich schon bemerkenswert. Das ist schon, war ein Riesenaufwand gewesen, ja. Das kann ich mir vorstellen. So, und jetzt kommen wir noch zu neuen Projekten. Genau. Wir hatten uns vorher im Vorfeld schon mal über Inside Berlin unterhalten. Genau, ist ein aktueller Kurzfilm, den wir jetzt gedreht haben. Genau. Ist auch so ein Herzensfilm, weil es in dem Film, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, es geht eigentlich um Drogenproblematik. Okay. Wir haben mittlerweile zum Beispiel Stadthaus Böcklerpark, ist ein Jugendzentrum, wo der Park komplett mit Drogen beschwemmt worden ist. Ja, ich habe da vorhin ein Video gesehen. Genau, mit Junkies. Genau, liebe Zuschauer, das müsst ihr, also wir werden nämlich jetzt Folgendes machen, du hast nämlich einen Trailer mitgebracht. Für Inside Berlin, ja. Für Inside Berlin. Und den Trailer, den gucken wir uns jetzt ganz kurz an. Der geht ungefähr 2 Minuten. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Also zieht euch den rein. Sie waren illegal im Besitz einer Schusswaffe. Ich werde Ihnen jetzt nicht erklären, dass es sich dabei um einen Straftatbestand handelt. Vielmehr würde mich die Frage interessieren, warum jemand wie Sie es für nötig hält, einen solchen Gegenstand überhaupt zu besitzen. Komm her, du. Was ist los, Cousin? Was passiert? Meine Schwester hat angerufen. Vor der Schule wird wieder gedealt. Diese gottlosen Bastarde. Damit vergisst du alle deine Schuhe. Sag mal, warum hast du das letzte Mal so richtig schön gechillt, ha? Christian. Entschuldigung, die Herren. Wir haben bereits beschlossen. Ich kenne den nicht. Das muss ein Irrtum sein. Kleiner Bastard, das war deine letzte Lüge! Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Ja. Lass mich gleich umbringen. Und dann hast du... Genau, es geht wie gesagt um diesen Jugendzentrum und der komplette Park ist, wie gesagt, mit Junkies überflutet worden. Mein Sohn ging da eigentlich regelmäßig zum Boxen, den kann ich da nicht mehr hinschicken. Ja. Durch die Dealer, die da stehen, durch die Junkies, die da sind. Und dann haben wir dieses Projekt auch angefangen damals. Da geht es um 3 Cousins, die haben Familienmitglied an Drogen verloren. Ja. Und in den Viertel wird wieder Drogen an Schulen verkauft. Die hatten vorher aufgeräumt gehabt und dann geht es wieder los, dass sie da Drogen verkaufen. Okay. Da drehen die 3 durch und entführen den Dealer, um an die Hintermänner ranzukommen. Klassisches Beispiel eigentlich. Das Ding ist, wir wollen mit diesem Kurzfilm ja auch keine Selbstjustiz verherrlichen. Deswegen geht die Sache auch für die 3 Jungs nicht gut aus. Ja. Mehr will ich nicht verraten, aber wie gesagt, Selbstjustiz, nein, auf gar keinen Fall. Das zeigt einfach aber unseren Gedankenzug, dass man resigniert ist als Familienvater. Ja, ich bin Familienvater, 3-facher Vater. Was machst du? Du siehst diese Dealer stehen vor den Schulen, vor Jugendzentren. Du kannst deine Kinder nicht mehr rausschicken. Ich habe dieses Video gesehen mit den Spritzen, das war wirklich schon... Ja, das ist, was machst du als Elternteil? Resignierst du und sagst du, okay, ich schicke meine Kinder nicht mehr hin, aber an Schulen, ich meine, da hast du, entwickelst du diese Gedanken, und unser Gedanke war gewesen, okay, wir entführen diesen Mann und ziehen die zur Rechenschaft. Ja. Wir wollen einfach der Kurzfilm, sind wir gerade auch in Kooperation mit BZ, mal sehen, ob das klappt, dass wir diesen Film da auch nochmal verbreiten, um einfach den Senat oder das Land Berlin aufzuwecken und sagen, ey, ihr müsst da was tun.
Ich glaube schon. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufmerksamer werden aufgrund der Tatsache, weil, wie gesagt, ich habe dieses Video gesehen, was du mir da gezeigt hast, und ungelogen, da lagen mehr als 300-400 Spritzen auf dem Boden. Und es waren halt im Park Menschen, die sich die Spritzen einfach vor Jugendlichen geben. Richtig. Und sich überhaupt nicht dafür interessieren, dass da jemand mit der Kamera war oder dass da halt Jugendliche spielen oder. Also es ist ganz schlimm, also ja. Wie gesagt. Und als Elternteil, wie gesagt, da ist man in dem Moment egoistisch und sagt, okay, dann ja, hat man diese Gedanken. Wie gesagt, ich, um Gottes Willen, auch die Berliner Polizei ist völlig überfordert, die kann auch nichts dafür. Die nehmen den Mann fest und 2 Stunden später ist er wieder draußen. Ja. Dem gebe ich da keine Schuld. Da muss einfach Senat, Land Berlin, härter durchgreifen und gucken, was sie da machen, einfach mal. Ja. Und als ihr dann, wie kam, also bist du derjenige, der gesagt hat, ey, pass auf, aufgrund der Geschichte, dass dein Sohn da geboxen gegangen ist und du gemerkt hast, ey, pass auf, wir können hier Kinder eigentlich gar nicht mehr spielen lassen. Bist du dann hingegangen und hast gesagt, ey, ich mach das? Oder ist jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, ey, hast du Bock auf Inside Berlin und hat genau. das erklärt? Genau, jemand ist auf mich zugekommen mit dem Drehbuch und das hat wie die Faust aufs Auge gepasst, weil die Problematik war ja dann schon da. Mein Schwager arbeitet zum Beispiel im Böcklerpark, hat die Problematik jeden Tag mit den Leuten. Okay. Und hat gesagt, nee, ich bin auf jeden Fall im Projekt beteiligt. Ich unterstütze da, wo ich kann. Und wir sehen auch, versuchen jetzt den Film da ein bisschen öffentlicher zu machen, um wirklich die Problematik zu zeigen. Klar, viele wissen das ja auch am Cottbusser Tor, wenn man da vorbeifährt. Da räumt man ja mittlerweile auf, aber es ist nur eine Verlagerung. Also ziehen die Junkies vom Böckler, also vom Cottbusser Tor zum Böcklerpark jetzt. Ja. Ja gut. Hat man nichts gewonnen. Nee, das stimmt. Da hat man bloß einen Park, den man jetzt für Familien, der von Familien genutzt worden ist, wo man picknicken konnte, im Sommer grillen konnte, wo die Kinder spielen konnte, hat man die Möglichkeit genommen. Ja, das stimmt. Ist es deiner Meinung nach so, dass du, wenn du das halt in den Böcklerpark verlagerst, ist es am Cottbusser Tor trotzdem so? Bleibt ja so. Die Leute gehen ja nicht und sagen, ja, pass auf, ich gehe jetzt. Also nein, es werden entweder mehr oder sie kommen aus anderen Bezirken. Richtig. Richtig. Genau. Und auch gerade das Jugendzentrum, weil wenn du den Kindern eine Anlaufstelle nimmst, was machen die? Hängen die woanders ab? Ja. Du weißt selber, bei Kindern aus Langeweile, was machen die? Ja. Klauen vielleicht mal ein Kaugummi. Ja, genau. Auch einfach nur aus Langeweile. So werden nicht erwischt, wird die Mutprobe vielleicht größer, wird aus dem Kaugummi vielleicht ein Fahrrad oder so. Ja. Und irgendwann geraten die in den Sog rein, da werden aus kleinen Dummheiten große Dummheiten. Ja, ich weiß. Und deswegen sind solche Anlaufstellen für Jugendliche sehr, sehr wichtig, die koordiniert sind, wo Sozialarbeiter sind, wo Streetworker sind, die sich um die Jugendlichen kümmern, ein Auge auf die haben, eine Ansprechperson für die haben. Ja. Das ist ganz wichtig. Finde ich geil. Hast du einen Plan, wann Inside Berlin für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht? Ich hoffe nächsten Monat. Ach, da wird auf jeden Fall auch noch ein zweiter Trailer kommen, wo das Datum veröffentlicht wird. Der Film ist ja fertig. Ja? Also das ist ein Kurzfilm, muss man dazu sagen. Wie lange geht der insgesamt? Ich glaube 15 Minuten müsste der gehen. Okay. Der Film ist fertig. Ist, wie gesagt, kommt demnächst raus. Wir sind ja wieder mit der Kooperation mit BZ, dass wir dann gucken, dass wir den gleichzeitig, weil die BZ macht ja auch ein großes Thema gerade über die Drogenbahnhöfe, dass man es vielleicht parallel dann rausbringen kann. Okay. Ich wünsche dir aber alles Gute. Vielen Dank. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil an. Ich finde es ein gutes Projekt. Erzähl mir noch ein bisschen was zu Brotherhood. Brotherhood, ja. War auch ein Projekt, das ein Studentenprojekt eigentlich. Ein Abschlussfilm von der Uni. Wie lange ist das jetzt her, Brotherhood? Das müsste auch 2018, glaube ich, ne? 18 oder nee, 2019. Letztes Jahr tatsächlich, genau. Ja, letztes Jahr, genau. 2019. Genau. Auch aktuelles Thema Rassismus. Ja, natürlich. Da wurde ich vom Regisseur angeschrieben, hat mir das Drehbuch geschickt. Ich habe es mir durchgelesen. Auch dachte ich mir, super, bist du sofort dabei. Es ging ja um einen Streetworker, der versucht, einen fehlgeleiteten Jugendlichen, der in der rechten Ecke abgerutscht ist, wieder rauszuholen. Zurückzuholen. Ja. Okay. Und kann man darüber was sagen, wann der kommt oder wo man den sehen kann und so weiter? Also weil ich finde, gerade das Thema Rassismus ist natürlich bei uns in der Gesellschaft, gerade in Berlin, halt auch immer wieder gegeben leider. Ja. Und deswegen würde ich den Zuschauern ganz gerne sagen, wo sie Brotherhood sehen können. Weißt du das? Weiß ich selbst noch nicht. Das werde ich auch wahrscheinlich auf meinem Instagram-Kanal dann raushauen, sobald ich weiß, wann der oder wo der kommt. Okay. Der ist auf jeden Fall, den Film gibt es schon. Da muss ich bloß mit den Regisseuren mal. Ist das auch ein Kurzfilm oder ist es. Ist auch ein Kurzfilm. Okay. Da das Thema Rassismus, wie gesagt, war ein Abschlussfilm. Der lief, glaube ich, in Nürnberg lange Nacht der Kinos. Ah, geil. Wurde der ausgestrahlt. Okay. Was mit dem Film jetzt genau passiert ist, muss ich schauen, wo sie den jetzt weiterbringen werden. Genau. Ja, wir bleiben da dran. Also wir werden halt uns ein bisschen verlinken und dann, wie gesagt, werden auch die Zuschauer irgendwann merken, dass es den Brotherhood irgendwo zu sehen gibt. Ich freue mich auf diese Projekte wahnsinnig. Ich finde, du bist ein super sympathischer Typ. Ich habe, wie gesagt, nach Dogs of Berlin habe ich mir gedacht, ich habe ja auch zu Hause meiner Freundin erzählt, so, ey, pass auf, da kommt der E-Mart von Dogs of Berlin. Dann haben wir uns Dogs of Berlin angeguckt, was der kommt? Der ist ja total, warum ist denn der so grimmig immer und so? Ich sag, das ist halt einfach, weil er halt ein super Schauspieler ist. Und da habe ich eine letzte Geschichte. Der ruft mich mal ein Produktionsbüro an und wollte mich für eine
Rolle casten und rufen mich an. Immer, die sagt, ja, hallo? Stille. Ich sag, hallo? Ich sag, wie? Und dann, naja, bist du immer? Die sagt, ja. Meinte, okay, wir haben jetzt was anderes erwartet. Die, wie jetzt? Wir dachten, jetzt kommt eine böse, raue Stimme, die uns erstmal anschreit oder so. Ich sage, nee, so ist es nicht. So ist es nicht. Und umso bemerkenswerter ist, dass du die Rollen so geil spielst. Ich wünsche dir, wie gesagt, in der Zukunft alles, denke ich, das Beste natürlich. Erzähl mir doch eben ganz kurz, weil der Titel so lustig ist, wer rettet Emily? Ist total ein anderer Filmtitel als alle anderen quasi, die du bis jetzt irgendwie so gespielt hast. Was ist Wer rettet Emily? Ist ein ganz aktuelles Projekt. Lustiger Titel, aber leider die Thematik nicht lustig. Ist auch leider eine wahre Begebenheit. Oh. Da geht es um ein junges Mädchen, die schwer erkrankt ist. Ja. Und die Eltern resigniert sind und sollte auch sterben, das Kind. Also hat keine lange Lebenserwartung. Und im Internet wird dann ein Medikament geleakt, was es auf dem Markt geben soll. Ja. Das wird gerade noch in China getestet und ist eine deutsche Firma, die es aber herstellt. Au. So, und die Eltern kriegen es natürlich mit und wollen dieses Mittel unbedingt haben. Ja. Und dann geht es um diesen Kampf, dass die Eltern gegen dieses Pharmaunternehmen klagen und solche Geschichten. Klar, also versuchen dieses Mittel oder dass ihre Tochter in diese Studie kommt. Also wirklich ein ernstes Thema. Das stimmt. Ich habe auch jetzt vom Regisseur dann auch erfahren, dass es auch eine wahre Geschichte ist. Das ist ja auch nah, wie gesagt. Was spielst du da in so einem? Ich spiele einen Sicherheitschef vom Pharmaunternehmen. der Böse. Nicht so böse. Ja, das stimmt. Okay. Ja. Und da bist du auch einfach ganz normal. Also mittlerweile läuft es bei dir ganz gut. Du hast eine Agentur, hast du erzählt. Ich habe eine Agentin. Genau, eine Agentin. Die kannst du gerne mal grüßen. Und zwar in die Kamera hier rein. Genau. Du kannst auch den Namen der Agentur sagen, wenn du das möchtest. Wir sind ja hier bei TV Berlin und machen halt Werbung für alles. Danke nochmal, Kate, für die große Chance. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man, ich bin ja Quereinsteiger, dass die dann irgendwo eine Agentur landen oder eine Agentin bekommen, die auch tatkräftig unterstützen. Und das hat Kate getan, dass sie mir wirklich die Chance gegeben hat, mich zu unterstützen in dem Punkt. Ja, geil. Danke, Kate. Sonst wäre der Typ auch nicht hier heute in meiner Sendung gewesen. Lass uns noch mal eben ganz kurz, und zwar zum Abschluss, darüber sprechen. Du hast gesagt, du bist in Kreuzberg aufgewachsen. Ja. Warum noch nicht in einen anderen Bezirk gezogen? Was hat dich an Kreuzberg so fasziniert? Was fasziniert dich so an Kreuzberg? Kreuzberg, das ist für mich alles eigentlich. Also wie gesagt, ich bin als wir damals nach Deutschland kamen, war ich 3 oder 4. Also seit 40 Jahren. Du kannst da wirklich nachts um 3 Uhr morgens, wenn du Hunger hast, fährst du zum Kotti und kriegst einen Döner. Ja, das stimmt. Damals auch als Türsteher. Wir haben bis 4, 5 Uhr morgens gearbeitet, zum Kotti gefahren erstmal, eine Suppe gegessen, einen Döner gegessen oder sonstiges. Also rund um die Uhr ist da was los. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Fragen, die sich vielleicht nicht mehr so auf dieses Fernsehbild fokussieren. Sag mal, ist es so, also du sagst, dein Sohn boxt halt auch, also den machst du zum, oder der boxt aktuell auch noch? Oder? Der macht, probiert sich gerade durch. Ja, ist vom Boxen zum Taekwondo, da hat man Fußball gespielt. Aber er macht halt auch Genau. Ist das bei euch in der Familie so damals gewesen, dass man gesagt hat, weil das höre ich zum Beispiel immer wieder und ich lese es auch immer wieder im Internet, dass man sagt, Leute, die halt, oder Flüchtlinge, wie man das auch immer nennen will, ne, sind, wenn die nach Deutschland kommen, ist es halt der Sport, der sie auffängt? War das bei dir genauso damals? Oder? Genau. Also bei mir war das so gewesen, ich wäre ohne den Sport auf der schiefen Laufbahn gelandet, hundertprozentig. Okay. Ich fing damals, wie gesagt, als ich nach Deutschland kam, ein Land, wo man die Sprache nicht spricht oder nicht verstanden wird, hat man es extrem schwer. Und als Jugendlicher war ich auch kein leichtes Kind gewesen. Okay. So, im Jugendzentrum viel Mist gebaut. Man wird auch viel von den Freunden geprägt. Ja. So, da hatten irgendwann meine Eltern die Nase voll und haben mich in einen Sportverein gesteckt, einen Kampfsport. Und von einem Tag auf den anderen hat mir das einen riesen Spaß gemacht. Das wurde zu einer Leidenschaft, dass man eine Selbstdisziplin aufgebaut hat. Also ich bin manchmal 4 bis 5 Mal die Woche beim Sport gewesen, beim Kampfsport. Ja. Ich habe es dann in der Auswahlkader geschafft, habe an Turnieren teilgenommen. Für mich war wirklich nach der Schule Feierabend, nach Hause, was gegessen, Kampfsport. Hausaufgaben, sofort zum Sport. Ach geil. Und dieser Sport hat mich wirklich vor der Straße bewahrt. Und deswegen finde ich jetzt nochmal zum Thema zurückkommen, Jugendzentrum. Da wurden solche Sachen angeboten für den Jugendlichen, ganz wichtig. Ja. Man gibt diesen Jungs oder diesen Kindern eine Alternative. Ja. Wie gesagt, das waren meine Eltern damals, wie gesagt, die wollten mich von der Straße weg haben und haben damit geschafft. Ja. So war das bei uns auch. Ich habe einen Zwillingsbruder und bei uns war das auch. Wir sind dann halt zum Fußball gekommen anstatt zum Kampfsport. Ich habe aber Judo versucht, aber Judo war halt mir zu wenig Bewegung beim Kampfsport irgendwie und dann bin ich halt beim Fußball hängen geblieben. Aber wenn wir jetzt das nochmal da in die Kamera sagen können, wir sind alle dafür, natürlich auch von TV Berlin und natürlich halt auch von Olli Brücker, die Show. Tut einfach mehr für Jugendliche. Ich meine, wie schwer ist es, sich einen Trainer zu nehmen, um Jugendliche halt davor zu bewahren, halt auf die schiefe Bahn zu geraten? Richtig. Das kann nicht so schwierig sein eigentlich. Vor allem, wir haben mittlerweile so viele Arbeitslose. Macht doch irgendwelche
Jugendzentren weiter aus, baut die aus. Es müssen keine Vollpädagogen sein. Ja, ich bildet die Leute weiter aus. Ja, denke ich auch. Die Leute können, wie gesagt, mein Schwager auch, der ist Boxtrainer, der macht sonntags, fängt er an zu kochen mit den Jugendlichen, gesund zu kochen. Ja. Der fängt die auf, wenn die Probleme haben, gehen die zu ihnen, reden mit ihnen. Das ist der erste Anlaufpunkt, bevor die Kinder zu ihren Eltern gehen, reden die mit jemandem, den sie sich verstehen, der sie auch versteht. Ja, klar. Logisch. Deswegen müssen auch Sportvereine viel günstiger werden, finde ich. Ja. Wie gesagt, noch, was ich auch schon vorhin erwähnt habe, wenn Kinder Langeweile haben, bauen die Mist. Das stimmt. Ja, das haben wir alle, oder nicht? Ja. Das ist es ja. Und durch einen Sportverein haben die gar keine Zeit mehr, über Langeweile nachzudenken. Ja. Oder so ein Jugendzentrum, wo man Projekte macht, von Graffiti-Projekte, von vielleicht Hip-Hop-Projekte, Tanzprojekte, Schauspielprojekte. Damit bringt man Kindern ganz auf andere Ideen. Ja. Damit nimmt man ihnen die Zeit oder die Langeweile einfach. Ja, und wenn nicht in Berlin, wo dann? Oder? Also in Berlin gibt es halt so viele kreative Möglichkeiten und so viele, ich sag mal, Menschen, die halt auch Bock haben, mit Kindern was zu machen. Da kann es ja nicht nur immer an einer finanziellen Möglichkeit liegen. Finde ich auch. Das kann halt einfach nicht sein. Jetzt die letzte und Abschlussfrage noch und auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Als du mit Docs of Berlin fertig warst, hast du dann gedacht, okay, so das war jetzt schon so Netflix-Serie, das war jetzt schon so die Creme de la Creme des Schauspielens? Oder was würdest du in der Zukunft gerne nochmal so spielen? Oder so irgendwie, also was weiß ich meine? Also was würdest du in der Zukunft gerne mal als Projekt machen? Wenn du sagen könntest, vor der Kamera kann ich mir das aussuchen, dann würde ich gerne mal die Charakterrolle spielen oder den Film. Also ich würde gerne mal, dass sich Deutschland allgemein mehr traut. Ich würde mal so einen abgefuckten Bullen spielen einfach. Also jetzt nicht jemand, der nur kriminell ist, sondern der auf beiden Seiten ein bisschen tanzt. Ich weiß nicht, hast du Training Day gesehen? Ja, klar. Genau, einfach mal sowas. Ja. Einfach jemand, der bei der Polizei ist, für Recht und Ordnung sorgen möchte, aber sich auch der dunklen oder der Grauzone bemächtigen muss, um auf der Straße zu überleben. Ja. Weil wenn wir uns jetzt unsere deutschen Polizeiserien angucken, Tatort alles, gibt es so den sauberen Polizisten oder den bösen. Aber dass man mal sowas mischt, einfach so, wäre nicht geil. Okay, sehr geil. Das war's schon. Vielen Dank. Kurz und knapp, Olli Brücker, die Show, jeden Freitag, 21:15 bei TV Berlin. Iman, ich bin dir herbe dankbar, dass du gekommen bist. Ich danke dir für die Einladung. Jetzt machen wir noch Folgendes. Ich habe nämlich hier ein paar Edding vorbereitet. Ich würde dir den hier vorschlagen. Ich glaube, der funktioniert am besten. Komm einmal an meine Wand und unterschreib hier einmal. Du kannst dir das noch aussuchen. Genau, hier Miss Germany war hier, Frank Altmann, der Pommy-Fotograf, Thomas Nicolai, ein sehr witziger Stand-Up-Kollege. Ein Traum. So. Ich danke dir. Ich danke dir. Setz dich nochmal hin. Ich moderiere das Ganze ganz kurz noch ab und dann sind wir schon durch. Ups. Gleich das macht die breite Schulter, du. So, das war TV Berlin. Olli Brücker, die Show 21:15 bei TV Berlin natürlich. Heute zu Gast war Imad vom Docs of Berlin und ganz anderen vielen Projekten. Zieht euch seine Trailer rein und kauft die DVD und alles das, was er macht. Er ist ein super Typ. Danke, dass du hier warst. Ich danke dir für die Einladung. Bis nächste Woche Freitag.